Es ist Dienstag und Sie sehen das SKB-Journal mit folgenden Themen. Corona-Zahlen, Inzidenz wieder gesunken. Vollsperrung, Bauarbeiten an der Automeile. Und Schultour, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Und damit herzlich willkommen zum SKB-Journal. Wir starten auch in die heutige Sendung mit den aktuellen Corona-Zahlen. Die Inzidenzzahlen laut Robert-Koch-Institut vom Dienstag liegen bei 692,8. Im Vergleich zum Vortag gab es 161 Neuinfektionen. In den letzten 7 Tagen gab es 502 Neuinfektionen. Die Friedrichshagener Straße in der Nähe des BC-Centers zur Automeile ist voll gesperrt. Seit Montagmorgen und voraussichtlich bis zum 30. Oktober ist die Friedrichshafener Straße im Kreuzungsbereich Kaiserslauterner Straße voll gesperrt. Der Grund für die Vollsperrung ist die Wiederherstellung der Oberfläche nach der Verlegung der Fernwärmeleitung Premnitz-Brandenburg. Die Baugruben im Straßenbereich müssen in den nächsten Tagen geschlossen werden. Darum muss der Verkehr an dieser Stelle umgeleitet werden. Die Umleitung erfolgt über die Heidelberger Straße, Rathenower Straße, Obstallstraße und Briloer Landstraße. Besonders für LKWs ein Problem, denn es gibt keine Wendemöglichkeiten. Gesunder Blutdruck? Knobi Vital, der Knoblauchtrunk aus dem Allgäu. Altbewährt und hilfreich. Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck durch das im Kurkuma enthaltene Kalium. Knobi Vital, erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Beratung und Information unter 07528 20 6000. Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung war im Land Brandenburg unterwegs mit ihrer Vollpower-Schultour. Am 17. Oktober machte sie Station an der Otto-Tschirch-Oberschule. Die Schultour ist eine Maßnahme zur Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Jugendlichen. Die Vollpower-Schultour der BZGA findet gemeinsam mit örtlichen Suchtpräventionsfachstellen statt. Zentrales Element der BZGA-Schultour sind Mitmach-Workshops. Hier werden Lebenskompetenzen von Schülerinnen und Schülern der Klassen 7 bis 9 gestärkt. Die Schülerinnen und Schüler der Otto-Tschirch-Oberschule konnten sich hierbei in verschiedenen Bereichen wie zum Beispiel Tanz, Rap, Gesang, Musikband, Theater und Parkour ausprobieren und aus suchtpräventiver Sicht wichtige Erfahrungen und Impulse sammeln. Präventionsarbeit wird an der Otto-Tschirch-Oberschule großgeschrieben. Ziel der Veranstaltung war es, den Einstieg in den Konsum von Alkohol nach hinten zu verlagern und die Alkoholabstinenz Jugendlicher zu fördern. Und damit kommen wir zu den Wetteraussichten, liebe Zuschauer. In den nächsten Tagen wird es noch etwas sonnig, zum Wochenende hin wird es aber eher nass und grau. Hier ist der SKB-3-Tagestrend. Am Mittwoch und Donnerstag erwartet uns noch ein leicht bewölkter Himmel mit Maximalwerten von 14 Grad. Am Freitag erreichen die Maximalwerte sogar 20 Grad. Dazu kommt aber ein bewölkter Himmel und es kommt den ganzen Tag zu Regenschauern. Liebe Zuschauer, das war das SKB-Journal vom Dienstag. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend und sage Tschüss. Machen Sie es gut.